Sehr geil. Also ich muss ja. Ja. Ja, ich hab. Also was wirklich geil ist an deiner Kondi, Rainer, ist dieses, diese geschwungene Cockpit, ne, mit dem geschwungenen Glas, ne? Das ist echt cool. Das finde ich zum Beispiel schöner. Ach guck mal, da unten, als, da unten ist Kaschband. Ja, ja. Ich finde das zum Beispiel schöner so geschwungen als bei der Phoenix da mit dem eckigen Cockpit, ne? Ja. Fällt mir besser. Ich liebe auch dieses runde Cockpit. Finde ich schöner. Auf welcher Höhe bist du jetzt, Rainer? Ich gehe jetzt wieder runter, bin jetzt knapp bei 15. Ja, oh, Leute, aber guck mal, da unten siehst du echt auch die Wege, siehst du das? Ja, siehst du unten die Straßen? Ja, ich guck gerade runter, ja. Gerade außen der Ansicht und... Ja, da sind überall Wege, das stimmt, ja. Gebirge, Wege. Sieht so aus, als wenn die da irgendwie bergwerkmäßig irgendwie was abgebaut hätten, ne? Ja, das ist wegen der Planet ist ja auch runtergewirtschaftet. Als wenn überall der Mensch da irgendwie was verändert hätte. Also ist schon ein Unterschied zu den Monden. Das wirkt alles so schon alles so weitläufiger, größer irgendwie. Schon echt ein Unterschied. Wir könnten gleich auch ans Meer fliegen. Ah, und wie haben sie das mit dem Wasser umgesetzt? Oh, guck mal da hinten. Guck mal, da hinten ist grün. Siehst du das rechts? Hier, Rainer. Hinten ist Vegetation. Rechts ist Vegetation. Ja, es sind Bäume rechts. Ja. 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 Und, aber guck mal, Kaschband ist noch ein Stück weiter. Also, die Oberfläche sieht echt richtig ungesund aus hier, das Rot, ne? Ja. Wie heißt der? Boah, das Gebäude siehst du aber noch am Horizont, ne, Rainer, wenn du Außenansicht machst, ne? Hinten. Von Norwell. Ja, du siehst auch die ganze Skyline, siehst du auch noch. Ja, die siehst du richtig, ja. Sehr geil. Oh, guck mal, unten sind Bäume. Foto! Oh. Was? Und, an der Backbordseite vom Schiff. Ja, ich seh's, ja. Wie hoch bist du jetzt ungefähr? Welche Höhe hast du? Warte. 4,5. 4,5 Kilometer, ja, passt doch. Ungefähr. Auf jeden Fall glaubwürdig, ja doch. Haben die gut gemacht. Toll. Ja, ja. Womit bist du unterwegs? Mit dem Buggy oder was? Hast du noch die Dragonfly? Wieso wieder? Hast du sie nicht mehr gehabt? Hm. Hm. Die Carrick, ist die verfügbar? Ja. Das ist auch so ein riesen Brummer, oder? Die ist groß, ja. Ja. Wow. Hm. Die ist aber dann wirklich nur als Multicruise-Schiff wirklich nutzbar. Da brauchst du 6 Leute. Hm. Ja gut,
Aber es ist halt nicht so ein Allrounder wie die Aquila. Die Aquila kannst du noch zum Frachtfliegen nehmen. Das. Wenn du. Ja, aber ich sag mal, du kannst sie zumindest als Frachtflieger verwenden. Das ist bei der Carrack nicht unbedingt gesagt, ne? Ja? Wollen sie das machen? Ja, gut. Das war nämlich zum Beispiel bei der Valkyrie, ist das ja so gewesen, die hat zwar viel Platz für Fahrzeuge. Ja, gut, aber du kannst im Prinzip nichts anderes damit machen. Das ist halt das Traurige daran, ne? Krasser Scheiß hier. Ich weiß, was ich gerade sehe hier an deiner Constellation. Hier die Seitenschubdüsen, die manövrieren hin und her. Ist echt geil gemacht. Das war vorher nicht so. Doch, das war schon immer so. Doch, das ist mir gar nicht aufgefallen, du. Ach, guck mal, hinten am Horizont siehst du immer noch das Hörstengebäude. Ja, aber nur noch ganz. Aber siehst du erstmal, wie schmierig die Atmosphäre ist, ja, ne? Wenn das mal hinten verschwindet. Guck dir mal diesen hässlichen Himmel an. Ja, ist richtig schmierig. Also. Das ist einfach klasse, wie toll die mit diesen ganzen Lichtstimmungen und so. Mhm. Mich einmal interessieren, wie groß die Berge wirklich sind, so von der. Sind die größer als auf den Monden so? Ja, eigentlich nicht, ne? So von der Größenordnung wahrscheinlich genauso, ne? Wir sind knapp 5,5 Kilometer hoch, ne? Also die sind schon groß. Ja. Ja, du bist immer noch 960 Kilometer weg. Aber wir haben noch ein gutes Stück vor uns, wa? Ja, ich mach ja einen Atmosphärenflug. Wir sind ja auf Sightseeing. Okay. Ja, genau. Ja, da hinten rechts, da ist zum Beispiel jetzt ein richtig hoher Berg, das sehe ich gerade. Ja. Man sieht immer noch die Silhouette von diesem riesigen Gebäude, ja. Von Laurel, ne? Ja, geil. Könntest du eigentlich hinten die Frachtfläche aufmachen, oder? Und rausgucken, geht das? Kannst du gerne versuchen. Müsste gehen, oder? Du kannst dich auch einfach nur reinstellen, dann mache ich Open Exterior. Lol, dann bist du weg vom Fenster, ne? Ich nicht, du. Ja, meine ich ja. Wir haben ja Atmosphäre. Ich will nur mal kurz gucken, ob man irgendwie rausgucken kann. Ne, kann man nicht. Schon. Aber hinten raus kann man gucken. Ich mache jetzt hier keine komischen Versuche, nicht, dass ich hier rausglitsche oder so eine Kacke. Die Merlin ist immer noch nicht einsatzbereit, ne? Leider noch nicht. Aber was meinst du, dass das geil wird, wenn die abkoppelbar ist?